Das Netz, ein Kriminalhörspiel von Hans Kasper. Ich überlege Tag und Nacht, was ich hätte anders machen können. Mir fällt nichts ein. Nicht mitgehen, die Frau laufen lassen? Natürlich weiß ich heute, dass ich es hätte tun sollen. Aber wie sollte ich es damals wissen? Es ist doch kein Trost, dass einem so etwas nicht zweimal passiert. Das eine Mal genügt. Und das ist es überhaupt. Plötzlich geschieht es, und genau dies eine Mal macht man alles falsch, was falsch zu machen ist. Ein Fehler greift in den anderen, wie automatisch. Ja, ich hätte bis 5 im Büro bleiben sollen, wie jeden Tag. Dann wäre gar nichts gewesen. Aber die Zeichnung war fertig. Du, ich sitze hier nicht mehr rum. Ein Neuanfang ist sinnlos. Geh doch. Du musst nur noch auf deinem Blatt die Bodenverwerfung einzeichnen, dass es Anschluss hat. Zeig mal, wo ist das bei dir? Hier, ja, ich sehe. Okay. Ich krieg den früheren Zug. Tschüss. Hau ab. Ich hätte eine Stunde gespart. Allerdings, meine Frau hat es nicht gern, wenn ich ihr nicht Bescheid sage. Und Zeit war noch gerade, bis der Zug ging. Aber die Telefonzelle war besetzt. Eine Frau. Wie konnte es anders sein? Sie hängen immer an der Strippe, als ob sie nie wieder loslassen wollen. Ob ich hier Blumen mitbringe? Schaffe ich nicht mehr. Gott, was macht die denn da drin? Fummelt mit ihren Groschen rum. Nicht mal telefonieren können, diese Weiber. Gleich 3:15. Wenn die noch lange mal... Die telefoniert ja gar nicht. Was macht die denn? Zum Donnerwetter! Entschuldigen Sie, aber mein Zug geht gleich. Können Sie nicht ein bisschen... Ich war auf einen Gezeter gefasst. Ich meine, freundlich war ich auch nicht gerade. Oder auf eine Entschuldigung. Es gibt ja auch höfliche Leute. Nichts von beidem. Was völlig anderes. Wie soll ich's ausdrücken? Ich bin bei Gott nicht bei der Heilsarmee. Ich warte nicht auf ein Unglück, um mich in erste Hilfe zu stürzen. Aber hier... Das Gesicht von dieser Frau, das fiel mich an mit Trostlosigkeit. Sowas von Verzweiflung in einem Gesicht hatte ich noch nie gesehen. Die Augen waren überhaupt nicht mehr da. Ich hielt die Tür, die Frau kam raus und ging weg. Ich hielt die Tür immer noch. Ich wollte ja telefonieren. Ich sah die Frau gehen, ließ die Tür los und ging hinter ihr her. Der Mantel war unter der Schulter eingerissen. Alles an ihr war schmutzig. Vor dem Bahnhof hatte ich sie eingeholt. Kann ich Ihnen helfen? Um Gottes Willen. Haben Sie was am Herzen? Sie können doch gar nicht mehr. Soll ich ein Taxi rufen? Ich bringe Sie nach Haus. Wo wohnen Sie? Wo Sie wohnen? Darüber? Vorsicht! Hier. Auf dem Bauch.
Die tiefe Wunde im Hinterkopf sah aus wie ein grässlicher Mund. Seine Arme hatte er noch im Tode an der Hosennaht. Er hatte sich offenbar ganz gehorsam ermorden lassen. Rechts war das Beil. Es lehnte an der Wand. Folgte das Auge dem Stiel nach oben, stieß es bald auf Dürers gefaltete Hände in Silber. Ihr Mann? Ja. Wer war es? Ich? Sie? Man muss die Polizei holen. Diesen Beil? Hm. Was wollten Sie denn auf dem Bahnhof? Die Polizei holen? Ich werde sie holen. Was blitzt in deinem Zimmer? Es blitzt immer. Die Fische. Was blitzt immer? Was ist denn das? Die Vorhänge waren zugezogen. Das Dunkel im Zimmer wurde von kleinen springenden Blitzen durchbrochen, die in kurzen und unregelmäßigen Abständen mal hier, mal dort aufzuckten. Das Auge musste sich erst gewöhnen. Alles geschah an der Längswand. Auf Eisengestellen standen sie, sorgsam aneinandergereiht. 4, nein, 5 gläserne Kästen. Aquarien. Das sind Aquarien. Seine Fische. Was bedeutet das? Dies Geblitze. Machen Sie mal Licht. Danke. Sie sind alle miteinander verbunden. Ja. Die Fische können von einem ins andere. Sie müssen. Eine Burg. Eine ganze Burg unter Wasser. Wie sie durch die Fenster schwimmen. Zweige. Ein Algenwald. Hübsch, hübsch gemacht. Aber was soll das blitzen? Es ist alles elektrisch. Er hat alles elektrisch gemacht. Er hat sie gejagt. Was ist das für eine Schalltafel hier? Er hat sie gejagt. Jetzt geht es automatisch. Sie meinen die Glühlämpchen hier im Wasser? Es sind 54. Die gehen automatisch an und aus? Tag und Nacht. Wenn er weg war. Immer da. Da, 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 da! Sie sollten keine Ruhe haben. Auch wenn er weg war. Und wenn er hier war? War er an der Schalttafel. Hat sie einzeln gejagt, wenn er nicht leiden konnte. Den hat er gejagt, durch alle Bassins. Wo der schwamm, hat's aufgeblitzt. Es war immer einer da, den er nicht leiden konnte. Ein Fisch? Oder ein Mensch. Oder irgendetwas. Oder ich. Karl hat er 3 Stunden gehetzt. Dann war er tot. Wer war Karl? Dann schwamm er oben, Bauch nach oben. Weiß, aufgebläht. Ich musste mir's ansehen. Karl war ein Fisch? Einer von den großen Grünen. Ein Zierfisch. Können Sie das nicht abstellen? Nein, nein, nicht abstellen. Aber es ist ein Martyrium für die Fische. Ja.
Er hat alle erschreckt. Immerzu, immerzu! Bitte. Es wird mir keiner glauben, wenn Sie abstellen. Bitte. Ich fand den Schalter und stellte ab. Der Fischer bemächtigte sich fast eine Panik. Sie schossen hin und her. Sie wussten nicht, was los war. Sie waren das Schreckliche gewöhnt. Die Frau schrie auf. Ihr Schrei ging in panisches Weinen über. Bitte, beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich, ich habe doch nur abgestellt. Sie werden es mir nicht glauben. Keiner wird es mir glauben. Haben Sie ihn deshalb umgebracht? Er hat mich erschreckt. Wie hat er Sie erschreckt? Ich weiß nicht. Erinnern Sie sich. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Nein. Man wird Ihnen glauben. Er fiel. Was? Wie meinen Sie das? Er war gar nicht hier. Er war weggegangen. Auf Tour vor Tagen. Ich mache die Besentür auf. Er fällt mir entgegen. Tot? Nein. Ja, ich weiß nicht. Er fiel wie eine Leiche. Ganz starr. Die Hände am Körper. Er hat es bestimmt wochenlang geübt. Ich kam vom Hof. Sie kam von unten? Ich kam vom Hof. Ich hatte das Beil. Ich hatte Holz gehackt. Ich mache die Besentür auf. Da fällt er mir entgegen. Da liegt er. Und Sie? Sie haben zugeschlagen. Ja. Neulich hing er am Fensterkreuz im Badezimmer, wie ich komme. Aufgehängt. Ganz blau. Ganz blau. Er hatte den Duschkasten von der Kleinen genommen, sich das Gesicht ganz blau gemacht. Er hing am Fensterkreuz. Beruhigen Sie sich. Ich habe ihn abgenommen. Ich habe ihn hingelegt. Fassen Sie da nicht an. Nicht anfassen. An der Kommode? Warum nicht? Es ist unter Strom. Aber das ist Holz. Er hat alles unter Strom. Er war 14 Tage fort und ich fasse am Morgen den Wasserhahn in der Küche an und kriege einen Schlag. Ich fasse den Herd an und kriege einen Schlag. Er war in der Nacht gekommen und hatte die ganze Küche mit Drähten elektrisch gemacht. Ich habe so geschrien. Dann war er ganz friedlich. Immer. Ich habe so geschrien. Ich habe so geschrien. Die Frau war in einem Zustand, dass ich Angst bekam. Nebenan war das Schlafzimmer. Ich brachte sie hinein und versuchte, sie zu beruhigen. Ich wollte zur Polizei, aber ich konnte die Frau so nicht allein lassen. Ich redete ihr zu wie einem Kind. Ich suchte nach einem Mittel, aber es war alles abgeschlossen, verriegelt, zugesperrt, auf üble Art geordnet. Hinterhältig das Ganze. Sie sprachen vorhin vom Tuschkasten der Kleinen. Haben Sie ein Kind? Nein. Ach so. Angela ist tot. Sie hatten ein Kind. Herzschlag. Herzschlag? Herzschlag, vom Doktor bestätigt. Ich kam nach Haus, da lag sie. Herzschlag, vom Doktor bestätigt. Wie alt war sie? 11 Jahre. Mit 11 einen Herzschlag? Er war nicht da. Er konnte sie ja nicht erschreckt haben. Er war nicht da. Er kam erst am nächsten Morgen. Er war nicht da. Glauben Sie, dass er doch... Er war nicht da. Er war nicht da. Er kam ja erst am nächsten Morgen. Und im Keller fand ich die Decken. Seine Schlafdecken. Sie waren noch warm. Warum sind Sie nie zur Polizei gegangen? Ich bin zur Polizei gegangen. Und? Sie haben mich gefragt, was tut er? Ich habe gesagt, er erschreckt uns. Da haben Sie gesagt, da haben Sie einen Tauz geheiratet, Frau. Aber das ist doch kein Grund, zur Polizei zu kommen. Sie hatte sich, so makaber das Thema war, etwas beruhigt. Vielleicht, dass sie es erzählen konnte. Das war schon eine Erleichterung.
Sie hatte ein paar müde Fältchen um den Mund. Die Haare hingen ihr unordentlich in die Stirn. Keine Frage, sie war in dieser Ehe verschlampt. Aber es ging nichts Böses von ihr aus, obwohl sie in dieser Umgebung lebte, gelebt hatte. Jahre, viele Jahre. Ich verstehe es jetzt nicht mehr ganz, aber auf einmal kam mir der Gedanke absurd vor, zur Polizei zu gehen. Ich dachte nur daran, wie schrecklich es sei, diese Frau aus dem Gefängnis ihres bisherigen Lebens jetzt auch noch in das andere Gefängnis überwechseln zu lassen. Der Gedanke kam mir vor allem ungerecht vor, absurd in seiner Ungerechtigkeit. Was hatte sie getan? Sie hatte versucht, sich vom Schrecken zu befreien, einem Schrecken, von dem sie die herrschende Gerechtigkeit nicht befreit hatte, vielleicht nie hätte befreien können. Man sagt das so, der Mensch kann sich helfen. Aber das Tägliche ist eine Fallgrube. Da ist kein Ausstieg. Steile Wände und hoch oben der Himmel. Kein Ausstieg. Man sagt das so, die Frau kann sich doch scheiden lassen. Kann man so einfach den Knoten entwirren? Geduldig, geschickt, genau? Ist man so klug und vernünftig, wie es die Umwelt ist, die einem rät? Sind Schatten mit Händen zu greifen und zu zerbrechen? Das Mitleid, das mich überkam, war übermächtig und nahm skurrile Formen an. Ich hörte mich plötzlich sagen: Wir wollen doch mal ganz ruhig überlegen, was zu tun ist. Was soll zu tun sein? Es gibt immer irgendeinen Ausweg. Das glauben Sie? Doch. Ja, sowas wie das Beil. Nein. Ich finde nur... Ich meine, ich verstehe Sie. Bitte glauben Sie mir, ich kann Sie verstehen. Das wäre ja schlimm. Oh, nein. Mich kann keiner verstehen. Aber ich möchte Ihnen helfen. Helfen? Warum wollen Sie mir helfen? Das ist doch egal. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie? Sie könnten zur Polizei gehen. Das fällt mir schwer. Das wäre nicht viel. Sie können vor Gericht aussagen, was ich Ihnen erzählt habe, aber es wird Ihnen keiner glauben. Warum? Die sagen Kauz, die sagen Herzschlag, die glauben nichts. Außerdem war er überall sehr beliebt. Er hat allen anderen geholfen. Er hat unten im Haus elektrisch gelegt. Alle hatten ihn gern. Es wird Ihnen keiner glauben. Sie sagten, er war viel auf Tour. Wochenlang, die meiste Zeit. Hat ihn heute jemand im Haus gesehen? Nein. Nein. Woher wollen Sie das wissen? Wenn er erschrecken wollte, kam er durchs Fenster hinten. Sind Sie sicher? Die Leute im Haus hätten mir sonst sagen können, dass er hier wäre. Ah, das ist gut. Es ist vielleicht sehr gut, dass ihn keiner gesehen hat. Warum? Dann ist er auch nicht hier. Wie nicht hier? Ich stand auf. Ich handelte wie unter Zwang. Ich tat etwas, was ich mir heute mühsam erklären muss, obwohl ich kann mir auch heute, wenn ich es mir erkläre, kaum vorstellen, dass ich es nicht so, genau so habe tun müssen. Es gibt Situationen, in denen sich das eine so sehr aus dem anderen ergibt, dass der Verstand eigentlich nur noch mit der Praxis beschäftigt ist, mitkommen will. Es eilt alles so sehr, die Sache selbst eilt so sehr, dass man nicht auch noch überlegen kann, ob sie richtig ist. Es fehlt einfach die Zeit. Ich ging hinaus auf den Flur. Was tun Sie? Was haben Sie getan? Die Leiche musste vom Flur weg. Wieso? Verstehen Sie denn nicht? Es braucht ja nur jemand zu klingeln. Sie müssen öffnen, jeder sieht ihn. Sie sollen ihn sehen. Sie können ihn alle sehen.
Er kann mich nicht mehr erschrecken. Jetzt kommen Sie erst mal zu sich. Hören Sie, keiner wird ihn sehen. Keiner braucht ihn zu sehen, wenn Sie vernünftig sind. Er ist ja gar nicht hier. Er ist auf Tour irgendwo. Weiß Gott, wo er geblieben ist. Er ist tot, ich weiß es. Er kann niemanden mehr erschrecken. Hört Sie zu. Ich helfe Ihnen. Sie sind nicht schuld. Sie brauchen nicht zu büßen, was ein anderer Ihnen angetan hat. Ich habe ihn tot gemacht. Ich. Wir müssen sehen, wie wir die Leiche fortbekommen. Das ist alles. Nein! Nein, nicht. Die Leiche muss bleiben. Sie muss fort aus der Wohnung fort. Dann kommt er wieder. Immer wenn er fort war, kam er wieder. Plötzlich. Er kann nicht wiederkommen. Er ist tot. Ja. Nicht wahr? Er ist tot. Aber Sie sollen dafür nicht leiden. Sie haben genug durchgemacht. Meinen Sie, dass er tot ist? Das Beil ist scharf. Sie haben ein richtiges Beil genommen. Seien Sie ganz unbesorgt. Wo haben Sie ihn einmal? In der Küche. Ich habe ihn tot gemacht. Ich habe ihn ins Badezimmer gebracht. Aber das Blut muss aus dem Läufer raus. Sind in der Küche Lappen? Ja. Das muss erstmal provisorisch raus, dass es keiner sieht. Das ist auch nicht viel. Und später müssen Sie einen neuen Läufer kaufen. Haben Sie verstanden? Einen neuen Läufer. Ich ging in die Küche, fand, was ich suchte und machte mich an die Arbeit. Es war wirklich nicht viel Blut, 2-3 Flecken, sie ging rasch heraus. Das rötliche Wasser goss ich in die Toilette. Ich musste über den Toten steigen. Es machte mir nichts aus. Der Vorgang hatte mich völlig in der Gewalt. Außerdem befiel mich jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich erinnere mich deutlich, eine spürbare Gewissheit, das Rechte zu tun. Nicht nur das Richtige, das Notwendige, sondern das Rechte. Es war eine Stunde, in der ich allein darauf angesetzt war, eine Gerechtigkeit zu üben, die niemand außer mir üben konnte. Und wenn ich mich, denn darüber war ich mir trotz allem klar, wenn ich mich auch außerhalb der Gesetze stellte, so tat ich es als Mensch, für den ja die Gesetze gemacht sind. Diese Logik befriedigte mich sehr. Und der Gedankengang half mir bei der Arbeit. Als ich fertig war, ging ich ins Zimmer zurück. Haben Sie sich ein bisschen erholt? Ja, danke. Was ich fragen wollte, erwarten Sie irgendjemanden Besuch? Bekannte, die in die Wohnung kommen können? Nein. Gut. Das Badezimmer habe ich übrigens abgeschlossen. Ach ja, die Lappen hier. Ich tue sie in den Ofen. Zu nah ans Fenster, dass mich niemand sieht. Aber es ist nicht sehr tief. In den Garten runter, nicht wahr? Ich meine auf den Hof. Nein. Er kam oft durchs Fenster. Es ist nicht hoch. Bei Nacht könnte man ihn hinunterlassen. Sind diese Fenster die einzigen, die auf den Schuppen sehen? Ja. Unser Stock ist ja vorgebaut. Sehr gut. Sie kennen mich doch gar nicht. Ich kenne Ihr Leben. Und ich schwöre Ihnen, dass ich Ihnen helfe. Aber ich bin verrückt. Sie sind nicht verrückt. Sie haben in ein Irrenhaus gelebt. Sie sind ganz normal. Wenn das alles hinter Ihnen liegt, fangen Sie neu an. Denken Sie jetzt nicht so viel daran. Versuchen Sie mir zu helfen. Sie meinen hier hinten? Im Fenster raus? Ja. Aber dann? Wohin? Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht. Aber es muss eine Möglichkeit geben. Wollen Sie nicht zur Polizei? Nein. Ich will nicht zur Polizei. Wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich noch immer ganz bei der Sache. Ich träume sogar davon. 3-mal schon habe ich es geträumt, wie wir leise das Fenster aufklinken, horchen, die Leiche anheben. Vorsicht, Vorsicht. Das Autogeräusch. Es verliert sich wieder. Anheben. Ja. Die Beine sind drüber,
Der Körper hängt, zieht. Der Kopf holpert über das Fensterbrett. Vorsichtig. Fall. Leiser Aufschlag. Ich springe hinterher. Hat Sie heute irgendjemand von den Hausbewohnern gesehen? Ich weiß nicht. Ich meine, haben Sie mit jemandem gesprochen? Nein, ich bin ja hinten raus. Bestimmt. Ja. Warum? Sie sahen wie der Tod aus. Das hätte auffallen können. Nein, ich bin hinten raus. Gut. Können wir nicht auch mit ihm hinten raus? Wie? Wir müssten irgendeinen Transportwagen haben. Kann man hier unten... Ja, kann man hier unten in den kleinen Hof hereinfahren? Ja. Passt ihr auf, ich hab's. Wir lassen ihn nachts hinunter. Ist der Schuppen da drüben Ihrer? Er gehört uns. Mein Mann hat seine Sachen alle drin. Da hat er gebastelt. Da drin hat er alles gebastelt. Diese widerlichen Sachen. Bitte bleiben Sie jetzt ruhig. Also, wir schaffen ihn nachts dort hinein. Aber er hat den Schlüssel. Den Schlüssel? Wo? Er hat ihn immer bei sich. So ein großer Schlüssel. Moment. Ist er das? Ja. Wie können Sie das alles? Was? Warum helfen Sie mir? Wir schaffen ihn nachts dort hinein. Am Vormittag komme ich. Ich kann doch irgendetwas abholen wollen. Wir tun ihn in den Wagen und fahren ihn fort. Fahren ihn fort? Wohin? Das werden wir sehen. Weit fort. Haben Sie etwas zu trinken? Die Frau nickte und ging mir etwas zu trinken holen. In diesem Augenblick sah ich die Uhr. Eine große braune Standuhr mit einem vergilbten Zifferblatt. Der Zeiger stand auf 5.22 Uhr. Es war genau eine Stunde vergangen, seit ich aus dem Büro fortgegangen war. Ich sah den Zeiger und dachte... Ach ja, es ist eine Stunde her, dass ich aus dem Büro fortgegangen bin. Ich dachte den Satz automatisch und es fiel mir eigentlich gar nichts dabei ein. Aber plötzlich wiederholte sich das Wort Büro. Büro? Büro? Eine Fontäne von Angst schoss in mir hoch. Mein Leben kam zurück, meine Existenz, das, was ich eigentlich war. Ein Mann, der vor einer Stunde aus dem Büro fortgegangen war, von einem Zeichentisch aufgestanden, auf dem eine Zeichnung gelegen hatte, eine Zeichnung für den städtischen Jahresbauplan, aufgestanden, den Mantel angezogen, einen Hut aufgesetzt hatte, um nach Hause zu fahren. Nach Hause zu fahren mit dem Zug um 4.49 Uhr. Was war passiert? Wo war ich? Was tat ich? Ich war in einer fremden, dunklen Wohnung und machte mir Gedanken darüber, wie man eine Leiche beiseite schaffen könne, wie man einen Mord vertuschte. War ich wahnsinnig? Hier, mögen Sie das? Ich habe nichts anderes. Gern. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe mir das eben überlegt. Was Sie für mich tun wollen, ist ein Wahnsinn. Ich habe es Ihnen versprochen. Sie sind da hineingeschlittert. Ich war heute halb verrückt. Oder ganz verrückt. Wahrscheinlich bin ich es noch immer. Bitte, ich will da niemanden mit hineinziehen. Das ist meine Sache. Ich will Sie da nicht mit hineinziehen. Ich habe Ihnen mein Wort gegeben. Ich weiß, Sie meinen es gut.
Außerdem ist es nicht zu schaffen. Es ist zu schaffen. Begreifen Sie denn nicht? Ich habe meinen Mann umgebracht. Sie sind keine Mörderin. Er war schuld. Vielleicht wird das Gericht das berücksichtigen. Das Gericht? Das glauben Sie doch selbst nicht. Sie haben einen Kauz geheiratet. Einen Kauz kann man doch nicht gleich umbringen. Einen besseren Karnevalisten. Karneval gehört zu den geheiligten Gütern der Nation. Sie haben ja recht. Wer soll mich verstehen? Der Plan ist gut. Ich helfe Ihnen. Ich muss Ihnen helfen. Es geht nicht anders. Ich würde mir widerlich vorkommen, wenn ich Ihnen nicht helfe. Ich habe so entsetzlich viel Böses erlebt. Meinen Sie wirklich, dass ich jetzt auf einmal davonkommen sollte? Das meine ich. Warum? Wir wollen uns darüber nicht mehr lange unterhalten. Es ist so. Komme ich um diese Zeit einigermaßen ungesehen aus dem Haus? Möglich. Und wenn mich jemand sieht? Wenn schon. Ich gehe völlig normal aus dem Haus. Vorne heraus. Ich brauche ja nicht aus Ihrer Wohnung zu kommen. Wenn Sie meinen. Ich rufe einen Freund an, der einen Kombi hat. Wo ist eine Telefonzelle hier? Ich brauche doch nicht bis zum Bahnhof. Nein. Um die Ecke, gleich schräg gegenüber, aber ist es nicht besser, wenn Sie doch zum Bahnhof gehen? Sie fallen hier in der Gegend vielleicht auf. Gut. Ich bin in einer halben Stunde wieder hier. Ich komme allerdings hinten herauf. Ich klopfe dreimal. Sie machen sonst niemandem auf. Verstanden? Niemandem. Ja. Es wird alles gut. Ich weiß nicht. Aber ich... Ich befand mich in einem merkwürdigen Zustand. Ich war wie im Traum und zugleich hellwach. Ich war völlig durcheinander und überlegte eiskalt. Auf dem Weg zum Bahnhof musste ich mich zusammennehmen, um nicht umzufallen. Jedenfalls regulierte ich meine Schritte so, dass ich weder zu schnell noch zu langsam ging. Ich bildete mir ein, dass beides von Vorübergehenden hätte beobachtet werden können. Aber schließlich wurde ich ruhiger. Meine Vorstellungen normalisierten sich. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich ging in den Bahnhof und führte zwei Telefonate. Ich rief zu Hause an und erzählte meiner Frau etwas von einer Zeichnung, die unbedingt heute noch fertig werden müsse. Ich käme später. Ich war sogar genau genug, ihr zu sagen, dass sie mich im Büro nicht mehr erreichen könne, weil die Zentrale unten Schluss mache und ich vom Zimmer nicht mehr sprechen könne. Es wurde spät, sie solle nicht auf mich warten. Dann rief ich Ernst an. Ich bat ihn um seinen Kombi, machte es dringlich auf eine undramatische Weise. Nein, er brauche nicht mitzukommen, mir zu helfen. Ich werde mir den Wagen holen gleich. Ja. Ernst sagte, er ließe den Wagen dann einfach vor der Tür stehen. Ich brauche mir nur den Schlüssel abzuholen. Ernst wohnte nicht weit vom Bahnhof. Ich holte den Schlüssel, ich fuhr los. Ich stellte den Kombi in der Nähe meines Zieles ab in einer Seitenstraße, ging um den Block, stieg die Hintertreppe hinauf und klopfte. Wie verabredet, dreimal. Herr Auer? Ja? Polizei? Da kommen Sie herein. Wieso ich... Da kommen Sie schon. Wir haben Sie erwartet. Liebling, verzeih. Ich konnte nicht anders. Was soll das alles? Ich hab sie geholt, Manfred. Es ist besser so. Manfred? Was wird hier gespielt? Was wird hier eigentlich gespielt? Das wissen Sie doch wohl am besten. Kommen Sie mit zum Kommissar.
Ah, Herr Auer. Tja, Pech gehabt. Ihre Freundin hat die Nerven verloren. Sie hat uns geholt. Meine Freundin? Ach, Sie mochten Frau Heumann nicht. Ich kannte sie überhaupt nicht. Manfred, Liebling, es hat doch keinen Zweck mehr. Ich schwöre Ihnen, ich habe diese Frau vor 2 Stunden kennengelernt. Und dann gleich Ihren Mann umgebracht. Das ist prompte Arbeit. Aber ich habe Ihren Mann nicht umgebracht. Ich wollte ihr nur helfen. Wenn Sie es so nennen wollen. Ich habe einen toten Mann gefunden. Sie haben eine Leiche gefunden und wollten sie nur gefälligkeitshalber aus dem Wege räumen. Ja, ich wollte... Ein Gentleman, das muss man sagen. Machen Sie das öfters? Herr Kommissar... Alles, was Sie dazu zu sagen haben, Herr Auer, können wir später noch genauer durchsprechen. Woher kennen Sie überhaupt meinen Namen? Frau Heumann war so freundlich, uns den Namen Ihres Liebhabers mitzuteilen. Ihres Liebhabers? Und des Mörders Ihres Mannes. Aber das ist ja alles Wahnsinn! Woher kannte sie denn überhaupt meinen Namen? Spielen Sie hier kein Provinztheater, Herr Auer. Außerdem hätten wir Ihren Namen auch so gekannt. Sie haben geschwitzt, Auer. Geschwitzt? Ja, so eine Leiche ist ja kein Leichtgewicht. Sie zogen Ihre Jacke aus und ließen sie hier hängen. Liebling, sag Ihnen doch, wie es war. Es ist doch sowieso alles zu Ende. Herr Kommissar, diese Frau ist gemeingefährlich. Sie lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Herr Auer, Sie sind, glaube ich, beide keine Engel. Aber Lügen ist bestimmt nicht ganz so gefährlich wie einen Menschen umbringen. Das Beil hier. Sie hat es mir gezeigt, ja. Sie hat ihn mit dem Beil erschlagen. Er war ein übler Sadist. Woher wissen Sie das? Sie hat es mir gesagt. Haben Sie das gesagt, Frau Heumann? Mein Mann war ein guter Mensch. Ich habe ihn nicht mehr geliebt, das stimmt, aber er war ein guter Mensch. Alle haben ihn gern gehabt. Aber das ist der Höhepunkt. Sehen Sie sich doch die Aquarien dort drin an. Er war ein hundsgemeiner Tierquäler, ein Menschenquäler. Manfred, Jochen ist tot. Wir wollen nichts über ihn sagen, was nicht stimmt. Die Fische haben es doch sehr gut. Wo haben Fische so hübsch eingerichtete Aquarien? Herr Kommissar! Herr Auer, jetzt rede ich mal. Dieses Beil hier, kennen Sie es? Ja. Sie hat es mir gezeigt. Sie hat ihn mit dem Beil erschlagen. Frau Heumann? Frau Heumann soll mit diesem Beil ihren Mann erschlagen haben. Ja. So eine zarte Person. Herr Auer. An sich ist doch sowas mehr Männersache, meinen Sie nicht auch? Ich schwöre Ihnen. Vielleicht werden Sie noch schwören müssen. Also, wie war die Geschichte nun wirklich? Sag, wie es war, Liebling. Sag, wie es war. Nennen Sie mich gefälligst nicht immer Liebling, Sie unverschämte Person! Ruhe, meine Herrschaften, Ruhe! Das habe ich nicht verdient. Manfred, das habe ich nicht verdient. Bitte seien Sie jetzt still, Frau Heumann. Also, Herr Auer, wie ist das Ganze passiert? Ich sagte dem Kommissar, wie es war. Ich sagte es ruhig, ich schilderte es genau. Ich wurde grob, ich schrie... Ich stöhnte unter der Anstrengung, den Schutt an Lüge und Gemeinheit abzutragen. Der Kommissar hörte sich alles an, zuerst ruhig, dann präzise nach Details fragend, dann grob wertend, weil ihm meine Angaben zu willkürlich schienen. Die Frau machte alles besser als ich. Sie enthielt sich jeder Beschuldigung gegen meine Person. Ihre weinerliche Geschichte war durchsetzt mit Entlastungen für mich. Das Liebling, mit dem sie mich titulierte, floss ihr von den Lippen, als ob uns 1000 Nächte Traut verbänden. Und ihre Schilderung war so einleuchtend und so selbstverständlich, wie mein Bericht absurd und erfunden geklungen hatte. Ich war, sie gestand es mit stockender Ehrlichkeit, wie so oft, nachmittags noch einmal schnell nach Büroschluss bei ihr vorbeigekommen. Ihr Mann, wir hätten gedacht, er sei verreist, habe uns überrascht, ich hätte zum Ball gegriffen, wissend, wie rasend ihr Mann in solcher Situation sein konnte, und hätte zugeschlagen. Sie müsse sogar sagen, es sei eigentlich Notwehr gewesen. Ja, Notwehr von mir, so unrecht wir beide, nicht wahr, Liebling, wir wissen es ja heute, so unrecht wir beide in der Sache gehabt hätten. Aber gegen Liebe... Ihre Stimme erstickte.
Was gäbe es gegen Liebe? Herr Auer, Sie bleiben also dabei, die Frau des Ermordeten vor dem fraglichen Tage überhaupt nicht gekannt zu haben. Herr Untersuchungsrichter, ich bin aus reinem Mitleid mit einer wildfremden Person mitgegangen. Herr Auer, es gibt gute Menschen. Aber gibt es so gute Menschen, wie Sie vorgeben, einer zu sein? Ich gebe nichts vor. Also so ein guter Mensch sind Sie. Sie gehen mit einer Weinenden mit, ihre Tränen zu trocknen. Sie finden eine Leiche und helfen der armen Mörderin, ihr Opfer zu beseitigen. Etwas zu viel Güte, meinen Sie nicht? Ja, ich weiß. Ich verstehe mich ja heute auch nicht mehr. Ich bin da in etwas hineingeschlittert. So kann man es auch nennen. Apropos, Frau Heumann selbst. Frau Heumann selbst hat Ihnen gebeichtet, dass sie ihren Mann mit dem Beil erschlagen habe. Ja. Wie erklären Sie sich dann, dass auf diesem Beil Ihre Fingerabdrücke sind? Nur Ihre Fingerabdrücke, Herr Auer. Ich habe es aufgenommen. Es lag neben der Leiche. Es war kein Fingerabdruck von Frau Heumann auf dem Beil. Sie ist sehr raffiniert. Wenn Sie genau nachdenken, Herr Untersuchungsrichter, spreche ich das eigentlich für mich, dass nur meine Fingerabdrücke auf dem Beil waren. Das genaue Nachdenken, Herr Auer, überlassen Sie am besten uns. Von Ihnen wollen wir reine Informationen. Sichten tun wir sie selbst. Aber Sie kamen mit dem Beil aus dem Keller, als jemand in der Wohnung auftauchte. Das ist Ihre Version, Herr Auer. Frau Heumann bestreitet das entschieden. Aber etwas anderes. Sie behaupten, Sie kannten Frau Heumann überhaupt nicht. Wie konnte Frau Heumann dann Ihren Vornamen wissen? Ihren Namen? Den Namen Ihrer Frau? In meiner Brieftasche war ein Bild meiner Frau und meine Ausweise. Ich hatte meine Jacke ja mit der Brieftasche in Ihrer Wohnung gelassen. Wir haben daran gedacht, Ihre Behauptungen wurden überprüft. Aber es gab auch keinen einzigen Fingerabdruck auf Ihrer Brieftasche außer Ihren, Herr Auer. Doch. Den des Kommissars. Sie sehen, wir sind sehr genau. Vielleicht hat sie Handschuhe angehabt. Sie ist ja weiß Gott nicht gerade unintelligent, wenn sie einen Plan verfolgt. Herr Auer, ich denke, Sie kennen Frau Heumann kaum. Woher diese genaue Charakterisierung? Na schön. Darf ich jetzt mal eine Frage stellen, Herr Untersuchungsrichter? Bitte? Wie ist eigentlich die Polizei benachrichtigt worden? Ich meine, von wem? Da kommen Sie auf einen sehr interessanten Punkt. Wissen Sie eigentlich, dass Frau Heumann schon vorher hatte die Polizei rufen wollen? Was heißt vorher? Noch während Sie in der Wohnung waren. Aber sie traute sich nicht. Sie traute sich nicht? Warum? Sie hatte Angst vor Ihnen. Aber es waren doch meine ersten Worte, dass die Polizei geholt werden müsse. Das hat Frau Heumann sehr anders bezeugt. Das ist ja absurd. Ich finde es ganz natürlich. Frau Heumann hatte einen Mord zugesehen und fürchtete, dass Sie ihr in dem Zustand der Gewalttätigkeit, in dem Sie sich befanden, auch noch etwas antun könnten. Ich ihr? Selbst wenn man eine Frau liebt, ist man manchmal... Aber ich habe diese Frau doch nicht geliebt. Und als Sie dann überraschend Ihren Vorschlag machten, den Kombi zu besorgen, ergab sich eben für Frau Heumann die günstige Gelegenheit, Sie aus der Wohnung zu bekommen und um Hilfe zu rufen. Woher Hilfe? Von gegenüber. Sie rief aus dem Fenster um Hilfe und Leute von gegenüber hörten es und benachrichtigten die Polizei. Während ich zum Bahnhof lief. Hat Frau Heumann Sie zum Bahnhof geschickt? Nein. Doch. Nein, das habe ich selbst so gewollt, um nicht aufzufallen in der Gegend. Ich freue mich, dass Sie einmal die Wahrheit sagen, Herr Auer. Wir haben darüber nämlich auch Frau Heumann befragt, weil uns hier noch der einzige kritische Punkt schien, der für Sie, Herr Auer, hätte sprechen können. Ausnahmsweise stimmen aber Ihre Aussagen einmal überein. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, hätte auch das letzten Endes für Frau Heumann gesprochen. Sie konnte ja froh sein, Sie weiter fortzuwissen, um inzwischen Hilfe zu holen. Sie hatte ja nicht die Nerven wie Sie, Herr Auer, einfach alles vertuschen zu wollen. Nun ja,
Mehr ist im Moment sowieso nicht zu eruieren. Es tut mir leid, Herr Auer, aber der Fall liegt klar. Ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass Sie ein Mörder aus Überlegungen sind. Ich nehme an, Sie kommen mit Totschlag davon. Ihre Frau Heumann wird Ihnen sicher mit Ihrer Aussage dabei helfen. Seien Sie ihr dankbar. Ich habe also allen Grund, wie der Herr Untersuchungsrichter so freundlich bemerkt hat, Frau Heumann dankbar zu sein. Und ich werde, wenn alles gut geht, vielleicht mit Totschlag davonkommen. Der Gerechtigkeit beliebt es, ihre Opfer mit mildernden Umständen zu verwöhnen. Draußen ist ein hübscher, gewöhnlicher Tag. Die Gitter meiner Fenster trennen mich von ihm wie ein Tier, das im Zoo gefangen gehalten wird. Dieses Tier hat keine Schuld, außer der, dass es irgendwann in ein Netz lief, das gut ausgelegt war. Frau Heumann übrigens, hört man, wird heiraten. Ein junger Mann, der gegenüber wohnt. Er soll Elektriker sein, ein Spezialist in seinem Fach. Im Schaufenster eines großen Warenhauses unserer Stadt hat er zurzeit ein Riesenaquarium ausgestellt, in dem die raffiniertesten Beleuchtungseffekte das Leben der Fische wie ein Zauberland unter Wasser erscheinen lassen. Allerdings soll der Tierschutzverein inzwischen gegen die Anlage Einspruch erhoben haben, weil in dieser Anlage wohl auch vorgesehen ist, das Spiel der Fische durch gelegentliche Stromstöße anzureizen. Der Tierschutzverein kümmert sich eben um so etwas. Ich habe es in der Zeitung gelesen. In der Untersuchungshaft bekommt man ja noch Zeitungen. Und da man viel Langeweile hat, studiert man verständlicherweise die nebensächlichsten Dinge. Wir brachten Das Netz, ein Kriminalhörspiel von Hans Kasper.